Hi Leute, hier ist wieder euer Harzner. Heute mal mit anderer Beleuchtung oder gar keiner Beleuchtung. Und einem kleinen kurzen Video. Ihr hattet ja jetzt von mir viele Ankündigungen bekommen, was den Live-Chat nächsten Mittwoch anbetrifft, Dunkle Materie und so weiter und so fort. Aber ich hatte mir wieder ein Abo besorgt von den vielen, 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 vielen Streaming-Services. Disney Plus, weil ich Boba Fett schauen wollte und habe dabei ein kleines Juwel entdeckt, nämlich den Film Gross Point Blank von 1997 mit John Cusack und seiner Schwester Joan Cusack. Muss man fast schon auf die Aussprache drauf achten. Was ihr hier gerade seht, ist eine Szene aus dem Film von 1997, Gross Point Blank. Die deutsche dämliche, bescheuerte Übersetzung davon ist einmal ein Mord. Ah, dummer geht's gar nicht mehr. Der Film ist ein kleines Juwel und heute war Sonntag und verregnet. Einfach so ein Tag, wo du dir sagst, gib mir ein gutes Buch. Und irgendwas zur Unterhaltung, zum Abschluss, weil morgen dreht die Welt sich weiter. Falls ihr heute Abend nichts zu tun habt oder falls ihr mal vor einem der vielen Dutzenden Streaming-Services sitzt und euch fällt nichts ein und ihr wisst nicht, ach, kenne ich schon, ja, habe ich schon Dutzende mal gesehen. Und dann wird man so zugeballert mit irgendwelchen neuen Sachen, wo du einfach weißt, ich habe keine Ahnung, ob sich das lohnt, sich das überhaupt anzuschauen. Falls ihr mal da sitzt und falls ihr Disney Plus habt und falls ihr gute Filme schauen wollt, gute Laune-Filme, schalte ich hier mal eben ganz kurz weiter. Mini Driver spielt hier auch eine Rolle. Der Film ist ein kleiner Film gewesen und hat eigentlich keine besondere Bedeutung. Also ich will eure Erwartungshaltung nicht allzu hoch schrauben. Aber wenn ihr einen Film sehen wollt, bei dem es um einen Profikiller geht, der zu einem Klassentreffen, sagen wir mal, da gibt es ein Klassentreffen und alle anderen haben irgendwelche Sachen gemacht und der Profikiller weiß jetzt auch nicht, was soll er den Leuten sagen? Was ist denn aus dir geworden? Wo hast denn du studiert? Was hast denn du gemacht? Und das, was übrig bleibt, ist, ja, ich bin Profikiller. Hier sehen wir auch noch ein paar andere Bilder und da gibt es auch noch ein paar Easter Eggs. Also der Film ist nice. Der ist wirklich nice. Und es ist natürlich John Cusack, den ich persönlich sehr mag. Und den Film habe ich jetzt per Zufall auf Disney Plus wiederentdeckt, weil ich eigentlich Boba Fett gucken wollte und die nächste Folge kommt erst Mittwoch. Ja, und da habe ich mir gedacht, so, was gibt es denn sonst noch so alles? Und da fällt mir dieser Film wieder ein aus den 90er Jahren. Gott, was waren das für Zeiten? Und Dan Aykroyd spielt natürlich auch eine Rolle. Sehr schön, da unterhalten sich zwei Profikiller. Ich kann nur sagen, Leute, wenn euch langweilig ist und ihr findet nichts sonst, schaut euch Gross Point Blank an. Der Film kann sich sehen lassen. Die Darsteller tragen dieses Ding. Und es gibt auch einiges an Action. Das sehen wir hier an einem völlig zerstörten Supermarkt. Wenn ihr die Action-Szene seht, wo der Supermarkt in die Luft fliegt, gibt es vorher ein paar kleine Easter Eggs, hatte ich schon angekündigt. Das macht sehr viel Spaß. Also falls ihr sonst nichts Besseres zu tun habt, Gross Point Blank. Schaut euch das Ding an. Harzners Filmtipps. Verlasst euch drauf. Der wird euch nicht langweilen, nicht enttäuschen. Insofern wünsche ich euch einen schönen Sonntagabend. Lasst es euch gut gehen. Wir sehen uns spätestens Mittwoch wieder live. Und bis dahin, euch eine gute Zeit. Ciao, ciao.